Ja, genau. Genau, willkommen zurück. Ich habe mich inzwischen entschieden, was ich als nächstes machen möchte. Und zwar wird es Hardcoreo sein. Ich weiß nicht, wie lange und wie sehr ich es durchhalte. Denn gerade bei so einem Mod will ich mich nicht unbedingt reinlesen, sondern das Ganze auf mich zukommen lassen. Aber es soll schon bockenschwer sein. Ich hatte privat jetzt ein, zweimal reingeguckt, habe ein bisschen was davon verstanden, aber weitem noch nicht alles. Also ich werde wahrscheinlich sterben. So nach, keine Ahnung, 20 Folgen. Und dann werde ich nochmal anfangen, dann werde ich nach 30 Folgen sterben. Und dann gucken wir mal weiter. Und wenn das irgendwann zu frustrierend wird, kann ich ja immer noch die neueste Version von dem Shadow Mod Pack installieren. Es ist auch schon soweit alles vorbereitet. Das heißt, sobald wir das hier abgeschlossen haben, das heißt, die Monsterfarm ordentlich aufgebaut haben und das Ding da platziert, wird die Staffel abgeschlossen und in der nächsten Folge geht es in der neuen Playlist los mit Hardcoreo. Mit der neuesten Factorio-Version und auch mit der neuesten Hardcoreo-Version. Das müsste bei Factorio 11.22 sein und bei Hardcoreo halt die entsprechende Version, die extra auf 11.22 zugeschnitten ist. So, was wollte ich jetzt noch machen? Ich wollte ganz viele Fließbänder anfordern. Nee, die müssten im System drin sein. Die da wollte ich aufbauen, damit das verbunden ist. Oh, und ich werde das vermissen, das mit dem Laufen. Und wir haben noch nicht mal alle Laufdinger drin, ne? Nee. Das wird so langsam sein am Anfang der nächsten Staffel. So dermaßen langsam. Aber na gut, werde ich mit leben müssen. So, dich haben wir da, dich haben wir da. Blueprint. Warte, der kann weg. So, Blueprint hiervon. Und ich denke, ich werde die Dingensbummens pimpen müssen. Die Fabriken, die Fließbänder herstellen. Sonst kommen die jetzt so schnell nicht hinterher. So, und Licht wollte ich noch haben. Hatte ich das nicht schon angefordert? Licht. Ich glaube, wir hatten sogar eine Fabrik dafür gebaut, wenn ich mich nicht irre. So, mach dich kleiner. Mach dich viel größer. Dann haben die Roboter jetzt noch weiter zu tun. Baum. Das ist übrigens eine Sache, die ich anders machen werde in der nächsten Staffel. Ich werde nicht random irgendeine Karte nehmen. Auf keinen Fall. Also wenn das irgendwas ist, was auch nur ansatzweise schwer aussieht, dann werde ich das nicht nehmen. Und dann werde ich einfach neu rollen, eine neue Karte nehmen, solange bis es einigermaßen okay ist. Also es soll Eisen in der Nähe sein, Kupfer in der Nähe sein, Eisen, Kohle und Stein. Es sollte Wasser in der Nähe sein, damit wir Generatoren bauen können. Ja. Also wenn das jetzt mitten in der Wüste ist und wir haben keine Bäume in der Nähe, starte ich neu zum Beispiel. Weil das wird das Ganze nur unnötig verkomplizieren. Und es wäre doof, wenn man dann halt 20, 30 Folgen aufnimmt und dann am Ende nur versagt, weil die Ressourcen falsch positioniert waren. So, es könnte jetzt anfangen, schwierig zu werden, für die Roboter die Sachen zu platzieren. Aber anscheinend mangelt es eher gerade an Fließbändern. Okay. Das heißt, wir pimpen kurz die Fließbandproduktion. Habe ich Lichter bekommen? Nö. Okay, und ich hole noch kurz das Zeug fürs Licht. Trippel, 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 trippel. Und das sind jetzt noch nicht mal die guten Laufsachen, richtig? Ich glaube, nur ein einziger davon ist gut. Genau der hier, MK5. Der Rest ist MK2 und MK3. Doch. Licht, Licht war da. Du. Her damit. Bau. Alien Light Source. So. Das war das eine. Licht wollte ich holen und genau, die Fließbandproduktion wollte ich pimpen. Wo auch immer Fließbänder hergestellt werden. Und es ist alles ordentlich und wir haben keine Stromprobleme. Das wird so ein Chaos werden. Hier sind doch genug. Oh. Ich habe nicht genug Logistikroboter. Kann das sein? Hier, Construction Pots. Stellen wir davon ein paar. Oh Gott. Das dauert ewig. Haben wir Skynet noch? Mach mal hier, da. Wir haben kein Eisen. Lass mich veräppeln.
Wir haben 169.000 Eisen. Die Roboter machen irgendwie gerade Urlaub, habe ich das Gefühl. So, komm. Oh nein, es mangelte nicht am Eisen. Wir hatten nur zu viele Fließbänder und deswegen wurde das gar nicht erst angefordert. Das ist okay. Klick. Und klick. Und das sind echt die Roboter, die fehlen. Okay, trotzdem kann ich ja schon mal alles hier verplanen. Auch wenn hier niemals jemand langlaufen sollte. Die gehen ja immer von da aus direkt hier schräg. Das heißt, ich mache das einfach. Baum muss weg. 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 Gut. So, so, so. Das sollte eigentlich alles sein. Das heißt, sobald hier einer angeschossen wird, läuft er in die Richtung, landet irgendwo auf dem Fließband. Jetzt brauchen wir nur noch eine Reihe von Fließbändern, die nach unten führt. So. Und dann hier Ärmchen. Ärmchen und eine lila Kiste. Machen wir lieber eine rote Kiste. So. Ta-ta-ta-ta. Also ja, es muss noch alles platziert werden. Aber theoretisch hätten wir jetzt so noch eine Quelle mehr für E-Artefakte. Allerdings ist der Stromverbrauch bestimmt tierisch hoch. Und so eine riesen Anzahl an Türmen kann man sich normalerweise nicht leisten. Das kann ich mir jetzt nur gerade leisten, wegen den ganzen Gottmodulen. Also inwiefern eine Monsterfarm, einen normalen Gameplay, eine gute Methode ist, an E-Artefakte ranzukommen, ist fraglich. Aber es geht, wie man sehen kann. So, goodie. Noch irgendwas, was ich machen wollte? Kein Strom? Achso, die sind nur nicht verbunden mit dem Netz. Ja, pff, egal. Nee. Also es ist alles nicht so ganz gelaufen, wie ich dachte. Es ist wesentlich strukturierter und schöner geworden als bisher in anderen Staffeln. Und auch wesentlich mächtiger in der Hinsicht. Weil es halt, ne, durch die Gottmodule und durch die ganzen Mods viel mehr Möglichkeiten gab. Allerdings habe ich davon nicht ganz so viele genutzt. Ich bin recht schnell auf die Akkus gegangen und auf die Solarpanels und bin dabei geblieben. Die ganzen Generatoren sind dann recht schnell abgeflacht, die da. Und auch die anderen Möglichkeiten, an den Strom ranzukommen. Aber das war halt das Problem mit dem Balancing. Zum einen sind die hier viel zu stark gewesen. Zum anderen war ich viel zu schwach, um dem nicht nachzugeben. Denn wir hatten auch zwischenzeitlich Probleme gehabt, genug Strom zu produzieren. Deswegen sah es für mich nach der einzigen Möglichkeit aus. Aber das fällt hier eh weg, wenn wir dann irgendwann in Staffel 8 oder 9 sind und dann uns das neueste Shadow Mod Pack angucken, da werden die Sachen nicht mehr in der Form dabei sein. Und das alles ein bisschen balancierter. Aber, wie gesagt, nächste Staffel. Erstmal hat Kurio. Ich muss schauen, wie sehr mich das frustriert. Ich habe, wie vorhin schon mal erwähnt, kurz reingeguckt. Kennengelernt, dass es diese Grundressourcen gibt, sodass man die auch selber herstellen muss. Also Sauerstoff, Nahrung und dergleichen. Was schon mal dem Survival-Aspekt nochmal richtig schönen Kick gibt. Das heißt, man kann nicht einfach so stundenlang draußen in der Wildnis rumlaufen, nämlich Aliens töten. Dann kippt man um und ist, ne, verdurstet, verhungert oder hat keinen Sauerstoff mehr. Wahrscheinlich zuerst keinen Sauerstoff. Ah ja. Die Viecher an sich sind ziemlich unnachgiebig. Also da kommen teilweise schon recht am Anfang des Spiels Viecher, die kann man nicht töten, gefühlt. Das heißt, man muss sie auch ziemlich zurückhalten. Man kann nicht am Anfang gleich loslaufen und eine Basis zerstören. Das wird recht kompliziert. Eine Sache, die ich noch nicht rausgefunden habe und die ich auch nicht auf die Schnelle recherchieren konnte, war, wie man mit den Raumschiffteilen umgeht, die am Anfang rumliegen um einen herum. Das heißt, es wäre ganz nett, wenn jemand da in den ersten Folgen darunter schreiben könnte, wie ich damit umzugehen habe. Also es gibt am Anfang des Spiels drei Tanks, wo die Grundressourcen drin sind. Das heißt, man hat genug Sauerstoff, Essen und Trinken, für eine Weile zumindest. Und Schrottteile liegen um einen rum. Ein paar davon kann man aufsammeln und zu Ressourcen machen. Aber es gibt auch zwei, die sehen so ein bisschen aus wie so eine Provider-Chest. Nee, auch nicht. Genau, die haben nämlich Logistik-Slots drin.
die Raumschiffteile. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, was man da machen muss. Also ob man da Ressourcen reinschmeißen muss, um das Teil zu reparieren oder ob die da sind, um Strom zu generieren oder was auch immer. Da werde ich auch am Anfang rumtüfteln. Aber ich denke mal, die ersten Folgen werde ich eh damit beschäftigt sein, erstmal Eisenplatten herzustellen, Kupferplatten herzustellen und so weiter. Aber danach wäre es halt ganz cool zu wissen, was die Dinger machen. Weil ich bin mir relativ sicher, dass das Raumschiff wichtig ist für den späteren Spielverlauf. Ja. Na gut, ein letzter Blick auf die Monsterfarm, ob inzwischen alle Sachen gesetzt sind. Und dann speichere ich einmal ab, damit wir im Notfall nochmal auf diese Welt zurückgreifen können. Falls ich irgendwie rumalbern will oder dergleichen. Also, wenn ich irgendwie mal Lust habe, einen Atomreaktor zu bauen, zum Beispiel. Und dann wird das Ding gesetzt. So, ich hatte die Construction Boards abgebrochen. Ne, da sind sie. Lass mal raus. Brr. So. Guti. Speichern. Das ist LP-Ende. Bim. Also, keine Leerzeichen. Ich verstehe nicht, warum das immer noch drin ist, diese Beschränkung. Aber na gut. LP-Ende. Dann setze ich das Ding, das immer noch keine Grafik hat, was echt ein bisschen albern ist. Ich glaube, das ist inzwischen ein Running Gag von denen. Die werden dann niemals eine Grafik einfügen. Aber gut. Bam. Start. So, 10 Minuten haben wir jetzt noch. Aber da passiert nichts. Was schade ist. Hatte ich in der letzten Staffel, glaube ich, auch schon mal angesprochen gehabt, dass es diesen Timer hier gibt. Und früher war es mal so, dass dann wirklich alle Viecher, die auf der Karte vorhanden waren, dann zu der Basis gestürmt sind. Und man sozusagen nochmal so eine letzte Welle hat, die man überleben musste. Was halt recht cool wäre, weil die Verteidigung hier ist absolut lächerlich. Dann müsste ich dann auf die Schnelle noch die Dinger hier hinbauen. Warum hast du keine Grafik? Achso, du warst ja Telon. Ja, okay. Ja, weil wir keine wirklich gute Verteidigung haben. Aber das passiert halt leider nicht mehr. In Hardcoreo passiert sowas durchgehend. Da sind ja rein geskriptete Angriffswellen von Gegnern drin, dass das Ganze ziemlich happig macht. Na gut, ich mach mal Speed. So. Weil ich würde ganz gerne mal gucken, wie die Statistiken inzwischen aussehen. Also jetzt nicht, was die Gegner angeht, das ist ja eigentlich nicht so interessant. Aber Bäume, wie viele tote Bäume da sind, wie viele Ressourcen wir gesammelt haben und so weiter. Weil das Konzept mit den endlosen Ressourcen ist ein bisschen komisch. Also ja, es ist irre praktisch, klar. Und man hat wenigstens so einen kleinen Rest an Ressourcen da, falls mal wirklich keine Möglichkeit zur Expansion besteht. Aber das konnte ich zu sehr ausnutzen in dieser Staffel. Ich habe dann einfach einen großen Drill raufgesetzt und da so viele Produktivitätsmodule oder Gottmodule reingeballert, dass selbst mit diesen nur 5% Ausbeute oder was das waren, dass es dann immer noch mehr als genug war. Zugeben, das kann ich dann in Hardcoreo in der nächsten Staffel nicht nutzen, aber ist dennoch irgendwie ein komisches Gefühl, dass man wirklich immer alles haben kann. Vor allem, wenn die Gegner keine Gefahr darstellen. Ruckel, 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 ruckel. Oh, eine Sache, die mir noch einfällt, die ich nicht getestet habe bisher, war das mit den Leichen. Also das Ding da unten. Wobei mir das ganze Curse-Ding auch ein bisschen komisch vorkam. Also es war schön, dass man ein bisschen hier rumskillen konnte und gerade dieser Verdoppelbonus ohne die Fabriken ist auch nett gewesen, aber der Mod an sich war sehr komisch. Oh, ich glaube, der Sound war neu. 46 Stunden. Oh, oh, ist ordentlich. Wir sind ja, glaube ich, auch an die 180 Folgen geworden oder so. 2900 weiter. Wo sind die Bäume? Roter Baum 128. Das ist nicht viel. Grüner dünner Baum da 688. Eine Lampe. Also, das sind die ganzen Sachen, die ich aus Versehen abgeschossen habe. Try Tree. Ja, gut. Finish. Damit schließe ich jetzt diese Staffel ab. Und wir sehen uns dann in der nächsten Playlist bei Hardcoreo. Bye bye.